Gesund und nachhaltig leben. Das wollen wir doch alle, oder? Ja, ich weiß, das ist schwierig. Aber wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Welt und alle müssen essen und wir wollen ja unseren schönen Planeten erhalten. Geht das überhaupt zusammen? Ja, mit Tech. Smart Farming jetzt bei Shift. Eine Welt ohne Hunger und die Umwelt schonen, das geht nur mit nachhaltiger Landwirtschaft. Damit Landwirte bessere Erträge erzielen können, setzen Startups in der Branche auf Datenanalysen. Alles wird unter die Lupe genommen. Wie sind die Böden beschaffen? Wie ändert sich das Klima? Wo soll mehr und wo weniger gedüngt werden? Doch bislang sind solche Daten nicht überall gleich gut verfügbar. Zum Beispiel Daten aus dem Weltall. Die Kameras und Sensoren von Satelliten sind viel seltener auf Subsahara-Afrika ausgerichtet und sammeln so viel weniger Informationen. Ein kenianisches Startup will das jetzt ändern mit künstlicher Intelligenz. Dieser Teefarmer aus Nyeri will seine Ernteerträge steigern. Mit Hilfe von Satellitenbildern. Dazu hat er sich Unterstützung geholt. Von einem Klimatechnologie-Startup aus der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Das Ziel? Die Landwirte sollen mehr wissen über die Bodenbeschaffenheit, das Wetter und kommende Klimaveränderungen. Und das geht mit Daten. Mit diesen Daten können wir Modelle erstellen und diese Modelle helfen uns zu verstehen, was zu einem bestimmten Zeitpunkt auf dem Land passiert. Für Bauern wie Martin Wanicki wird es in Zeiten des Klimawandels immer komplizierter, den richtigen Zeitpunkt für die Aussaat zu finden. Er hofft, dass die Daten, die Amini gesammelt hat, ihm helfen können, effizienter zu arbeiten. Wenn wir genügend Daten über das Wetter haben, werden wir wissen, ob der Regen kommen wird und nicht lange anhält, sondern nur kurz, oder ob es lange regnen wird, denn dann können wir Mais anbauen, diese Pflanze, die länger braucht, um zu wachsen. Von dem Büro in Nairobi aus sammelt Amini Wetter- und Bodendaten von Weltraumsatelliten. Auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Da die meisten dieser Satelliten jedoch nicht auf Afrika ausgerichtet sind, ist es für das Team schwieriger, Daten von hoher Qualität zu sammeln. Das möchte Gründerin Kate Kellett ändern. Wir wollen sicherstellen, dass auch die Länder im globalen Süden mit denselben Plattformen ausgestattet werden, zu denen der globale Norden Zugang hat. Die technologische Entwicklung hat sich ungemein beschleunigt. Und Afrika kann diese Revolution nicht nutzen, weil es an qualitativ hochwertigen und zugänglichen Daten mangelt. Kate Kellett geht das Problem mit der fehlenden Datenbasis aber nicht alleine an. Sie will grundlegend etwas ändern und setzt deshalb auf Partnerschaften mit akademischen Forschungseinrichtungen im Land, die maschinelles Lernen mit Umweltschutz verbinden. Letztlich wollen wir mit dem, was wir bei Amini aufbauen, dem afrikanischen Kontinent ein Vermächtnis hinterlassen. Wir hoffen also, dass die Studierenden, mit denen wir zusammenarbeiten, kommen und diese Mission und Vision 100-mal weiterbringen, als wir es heute können. Amini hat in weniger als 5 Jahren mehr als $2 Millionen akquiriert. Kate Kellett will die gesammelten Satellitendaten nutzen, um Aminis eigene maschinelle Lernsysteme noch besser zu trainieren. Die so gewonnenen Daten können Auskunft über die Auswirkungen des Klimawandels geben und den Bauern vor Ort wichtige Tipps geben. Denn auf die Kleinbauern kommt es Kate Kellett besonders an. Wenn Leute sagen, diese Farmen haben eigentlich keinen Einfluss, sie haben einen Einfluss. Wenn man 600 Millionen von ihnen zusammennimmt, ernähren sie den gesamten Planeten. Und das ist stark. Deshalb sollten wir uns um diese Farmen kümmern. Den einzelnen Bauern stärken. Das ist wichtig, denn diese kleinen Betriebe produzieren rund 35% der Grundnahrungsmittel weltweit, obwohl sie nur über 12% aller Ackerflächen verfügen. So entscheidend sind sie also dafür, dass wir uns ernähren können. Genau diesen kleinen Betrieben zu helfen, darum geht es auch bei einem Virtual Reality Projekt im Norden Kameruns. Ein Klassenzimmer im Norden Kameruns. In diesem Kurs üben Bauern mit VR-Headsets auf virtuellen Feldern, wie sie ihre Baumwollpflanzen möglichst schädlingsfrei halten können. In diesen Schulungen können Landwirte in eine Welt eintauchen, in der sie neue Methoden anwenden können. Das Ausprobieren hilft ihnen, die Herausforderung besser zu verstehen und sich entsprechend anzupassen.
Halawaji Halahoki hat von seinen Eltern gelernt, wie man Baumwolle anbaut. Jetzt will er neue Ansätze ausprobieren und weitere Fähigkeiten erwerben. Das VR-Headset versetzt ihn auf ein Baumwollfeld, wo er ein intensives Lernerlebnis hat. Er kann sich an die Pflanzen heranzoomen, um einen möglichen Schädlingsbefall besser zu erkennen, der die Ernte gefährden kann. Die Schulung erklärt aber auch, dass zum Beispiel Spinnen, die sich von Raupen ernähren, nützlich sein können. Es ist, als wären wir direkt im Video dabei. Wir können genau sehen, was passiert. Das ist eine große Hilfe für uns. Für mich ist es eine große Hilfe. In der virtuellen Realität lernt der Landwirt, wie man ein biologisches Pestizidspray herstellt. Man vermischt Neem-Samenpulver mit Wasser, Pflanzenöl und ein wenig Spülmittel. Das ist nicht nur besser für die Umwelt und Menschen als chemische Pestizide, es ist auch viel billiger. Alle Handgriffe in der virtuellen Umgebung sind realen Situationen 1:1 nachempfunden. Dazu gilt immersives Lernen als günstiger. Im Gegensatz zu herkömmlichen Schulungen fallen zum Beispiel keine größeren Kosten für Unterbringung und Transport an. Auch der nationale Baumwollexporteur Saut de Coton profitiert von gut ausgebildeten Farmern. Man kann die richtige Ausrüstung haben, aber ohne die richtige Ausbildung wird man keine gute Baumwolle produzieren. Diese Ausbildung hilft ihnen, ihre Techniken zu verbessern und bessere Baumwolle zu erzeugen. Um für die kommenden Herausforderungen gewappnet zu sein und um höhere Erträge auf den Baumwollfeldern zu erzielen, wollen immer mehr Farmer in Kamerun an den virtuellen Weiterbildungskursen teilnehmen. Es gibt ein Agrarprodukt, das kennt ihr alle. Von Schokocreme oder Tiefkühlpizza zum Beispiel. Genau, Palmöl. Ein pflanzliches Fett, das sehr lange haltbar und sehr gut zu erhitzen ist. Aber Palmöl ist eben auch sehr umstritten. Für immer neue Plantagen wird weltweit Wald gerodet. Das bedroht die Tier- und die Pflanzenwelt. Das klingt alles andere als ökologisch, oder? Aber Palmölplantagen brauchen viel weniger Fläche als Raps oder Soja. Es müsste halt nachhaltig angebautes Palmöl sein. Aber wie kann man das überprüfen? In Indonesien haben Entwickler genau dafür eine App programmiert. Indonesien ist mit Abstand der größte Palmölproduzent der Welt. Mehr als 16 Millionen Menschen arbeiten hier im Palmölgeschäft. Farmer, Ölmühlenbetreiber, Händler und die Lebensmittelindustrie. Um sicherzustellen, woher die Produkte stammen, braucht man eine geschlossene Lieferkette. Hierfür hat der Schweizer Manfred Bohrer eine Softwarelösung geschaffen. Ihm war von Anfang an klar, wir können nicht nur eine Software für Landwirte oder eine Software für Händler entwickeln. Es muss ein ganzheitliches Ende-zu-Ende-System sein, eine Plattform, die Anbieter von Rohstoffen und Landwirte mit den Abnehmern und den großen Konzernen verbindet. Entscheidend ist, dass alle Informationen geprüft sind. Cultiva hat allein in Indonesien mehr als 120.000 Palmölbauern registriert. Alle Kleinbauern sind von Mitarbeitenden persönlich interviewt worden. So können wir nachweisen, dass die Farm nicht in geschützten Wäldern liegt, dass sie in den letzten 10 Jahren nicht an der Abholzung beteiligt war und dass die Plantagenbetreiber keine Kinder oder Arbeiter auf ihrer Farm ausbeuten. Cultiva ist inzwischen zu einem global agierenden Unternehmen mit 800 Mitarbeitenden geworden. Es will die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln auf jeder Stufe der Produktion, der Verarbeitung und des Vertriebs sicherstellen. Denn immer mehr Unternehmen streben Transparenz vom Rohstoff bis zur Auslieferung an. Oft beginnt ein Vertrag mit einem multinationalen Konzern mit dem Auftrag, bitte helft uns, unsere Lieferkette abzubilden. Cultiva hat sein Portfolio diversifiziert. Es umfasst inzwischen viel mehr als nur die Palmölproduktion. Weltweit haben sich mehr als 1 Million Produzenten von über 50 verschiedenen Rohstoffen registriert. Eine App aus Jakarta, aber nicht nur für Indonesien. Apps für Viehzüchter gibt es viele. Bauern können via App einfach auf alle Daten ihres Viehbestands über das Smartphone zugreifen. DigiCow bietet direkte Chats, zum Beispiel mit einem Tierarzt. Technik verbindet. Das kommt auch Bauern in Lateinamerika zugute. Die können nämlich per App ihre Waren besser verkaufen, direkt vernetzt mit den Kunden. In Kolumbien liegen viele Farmen abseits der großen Städte. Der Transport der Lebensmittel ist aufwendig. Und für die Kleinbauern gibt es nur wenige Absatzmärkte und wenig Chancen auf ein gutes Einkommen.
Juli Galindo und Camilo Ramos wollen das mit ihrer Plattform Siembraco ändern. Als wir all die produktiven Hindernisse und Herausforderungen sahen, mit denen Kleinbauern konfrontiert sind, begannen wir, eine ganzheitliche Lösung für die Landwirte zu entwickeln. Und in diesem Moment dachten wir über eine virtuelle Aussaat nach, bei der wir Landwirte und Kunden vor der Anpflanzung miteinander verbinden können. So können Kunden direkt beim Bauern bestellen. Sie können wählen, wie viele Pflanzen speziell für sie angebaut werden sollen. Und auch, was mit der Ernte passieren soll. Sie können sich die Produkte liefern lassen, vom Verkauf profitieren oder sie spenden. Doch das Startup versteht sich nicht nur als Direktvermarkter. Die mehr als 2600 Kleinbauernfamilien in Kolumbien und Guatemala können vom technischen Know-how der Plattform profitieren. Wir setzen KI in verschiedenen Bereichen ein, ganz wichtig in der Logistik. Wir nutzen eine Plattform, die KI einsetzt, um alle Lieferungen auf die beste Weise durchzuführen. Und wir nutzen KI auch, um unsere Landwirte zu unterstützen. Wir analysieren Satellitenbilder mit KI. So kann unser technischer Support den Landwirten Informationen geben. Auch hier gilt: Mit mehr Wissen sollen bessere Produkte angebaut werden. Inzwischen beliefert Siembraco auch Restaurantketten und Unternehmen. Sie wollen mit ihrer Softwarelösung diese Märkte auch für Kleinbauern öffnen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um Technologie in der Landwirtschaft einzuführen. Denn wir müssen neue Möglichkeiten schaffen, um neue Generationen zu motivieren, in der Landwirtschaft zu arbeiten. Weltweit entstehen so viele unterschiedliche und innovative Lösungen für die Landwirtschaft. Wirklich beeindruckend. Intelligentere Ausbildung, genauere Datengrundlagen und nachhaltigere Anbaumethoden für bessere Ernten. Ich hoffe, dass damit das Ziel, kein Hunger auf der Welt, schneller erreicht werden kann, ohne die Umwelt zu ruinieren. Das war's von mir. Tschüss und bis zum nächsten Mal.